Weiter geht es, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier mörderisch zu einer weiteren Runde. The Slater, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich auch ein ganz dickes Dankeschön für die Likes und für die Bewertungen im vorangegangenen Video. Lasst uns loslegen, lasst uns hier unsere restlichen Ziele eliminieren. Mal gucken, ob wir heute zu Potte kommen. Wir brauchen nach wie vor den Code, um das D-Pain Device, aus dem Labor zu klauen. Jetzt müssen wir aber erstmal raus und runter. Das heißt, zur Stripperin. Guten Abend, die Lady. Die ist immer noch nicht fertig mit ihrem Make-up. Immer noch nicht. Wie lange braucht die denn? Okay. Aber ich glaube, wir müssen uns einfach nur hier ein bisschen mehr umgucken. Und dann haben wir Glück. Also hoffe ich zumindest. Ich hoffe wirklich nicht, dass der Typ, der die Private Session bekommen hat, der mit dem Hut, ne? Den wir erschossen haben, als wir bei Hinkebein waren oder in Hinkebeins Zimmer geguckt hatten, dass wir da nicht rein müssen unbedingt. Haben wir alle schon, ne? Ja, das haben wir alle schon. Wir haben die Karten doppelt und dreifach. Wir brauchen den Code für das D-Pad. D-Pain. Die neue Droge, die den Markt seit einem Jahr bestimmt. Hey, na du, wie geht's dir? Ah, ist nicht so gesprächig. Ich wollte ihn gerade ausquetschen. Da geht's hoch. Hier kommen wir auch rein. Aber da geht's wieder eher zurück, ne? Ja. Haben wir alles soweit geklärt. Was haben wir hier? Strip Club Security. Nee, das wäre ein Downgrade, was unsere Verkleidung angeht. Aber vielleicht haben wir ja hier Glück. Und finden hier irgendwo den D-Pad-Code. Pain. Entschuldigung, D-Pad. Ich muss immer an meinen 360-Controller denken. Activate Hector's Office Alarm Sensors. Activate? Ist das gut oder ist das schlecht? Ab, weg da! Weg! Da kommt einer. Ich habe gar keinen Code. Gar nichts habe ich. Happy Birthday! 19. August 1954. Boah, wie alt. Wobei, das war 2005. Das ist trotzdem nur noch saualt. Mensch. Da können wir was machen. Wir haben aber den Code nicht. Hector hatte nichts dabei gehabt. Jetzt haben wir wirklich alles abgegrast. Wir müssen runter. Die Lösung wird unten sein. Naja, es ist halt ein Action-Stealth-Puzzler halt. Und wir suchen gerade des Rätsels Lösung. Des Pudels Kern, wenn man so möchte. Oh! Ist hier eine Kiste, oder? Ja, hier, oder? Jawohl, ja, pass mal auf. Du hast doch alles, was wir brauchen. Oh, das ist aber sehr... Nee, gar nicht. Schade. Das war unnötig. Ein Glück stehen hier überall Schränke rum. Ich hab den Rabbi gekillt. Kurz nachladen. Und weiter geht es. Schade. Vielleicht gehört der Code zur Standardausrüstung von einem jeden Wissenschaftler. Die müssen ja damit arbeiten. Die müssen ja mit dem D-Pain Device arbeiten. Der kommt, wenn ich den Strom ausschalte hier. Wäre ganz praktisch, wenn es der Typ im Gelben wäre. Oh, shit. I'll go check it out. Ja, oh, jetzt geht der da weg. Das ist auch nicht schlecht. Aber das bringt uns nichts. Weil das würden die da sehen. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hätte jetzt auch Schritt für Schritt die Wachen hier abarbeiten können. Dann hätte ich mir am Ende
den Wissenschaftler geschnappt, den Chemiker im gelben Suit. Aber ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung ist. Das fühlt sich selbst in der Vorstellung unheimlich ungelenk an. Okay, das wird der Fahrstuhl sein von oben aus dem Büro, aus dem Basement-Büro. Lass uns nochmal reingehen in das Labor. So. Hier war nichts weiter. Nope. Nope. Hi, hallo. Hola. Si, señor. Si. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier geht's ins Labor runter. Ist da ein Schrank oder so? Bestimmt. Leider nein. Kein einziger Schrank. Dann müssen wir hier einen begleiten. Hier läuft doch die ganze Zeit ein Wissenschaftler hin und her, richtig? Nee, der ist es nicht. Der zum Auto läuft, mit dem Karton. Mit dem Karton. Went horribly wrong. The afternoon of carnage ended with one of the suspects, later identified as Charles Parker, found dead off. So nicht. So nicht. Ah, der Soundtrack ist schon ganz in Ordnung. Also für so ein kleines Indie-Game muss ich sagen, das ist ein richtiger Glückstreffer. Ich hoffe, die kriegen, naja, nicht eine zweite Chance, weil die erste haben sie ja schon sehr sinnvoll genutzt, würde ich mal. Da, jawohl! Oh, da ist eine Wache, ne? Nicht hier einverstecken, ja. Ja, komm. Hast du den Code dabei? Nein, hat er nicht. Ach, Mann. Da kommt einer. Oh nein. Es tut mir leid. Du musstest ganz umsonst sterben. Jetzt sind wir The Pain Chemist. Das kann doch nicht sein. Leute. Wo ist dieser verfluchte Code? Hola, amigo. Darf ich rein? Ja, ne? Bin ja ein Chemiker. Wir haben den Code nicht zufällig bekommen vorher. Nein, haben wir nicht. Map. Ach ja, wir könnten ja auch einfach mal gucken, wo die Fragezeichen auf der Karte sind. Wir haben schon alle abgegrast. Wir haben alle. Wo befindet sich dieser verfluchte Code? Das kann doch nicht wirklich sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Hola. Hola. Was soll denn das eigentlich? Dieses ständige Hola. Ist das einfach nur Hallo? Das hat sich so verrucht an, fast schon über mich lustig machen, nur weil ich in so gelben Klamotten durch die Gegend laufe. Ist das eigentlich jetzt ein Problem, wenn ich in den Stripclub gehe? Ich will Mittagspause machen. Ich will mein Brötchen essen zu einem wackelnden Hintern. Nein. Keine Codes. Mann! Law enforcement sting operation went horribly. Aber hier darf ich rumlaufen, oder? Ja, hier darf ich rumlaufen. Verflucht.
Das kann doch nicht sein. Alle besoffen hier. Hätten wir den Typen vielleicht eventuell woanders umbringen müssen? Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Hey, na, alles klar. Hier ist die Leiter. Das heißt, auf der anderen Seite ist der Raum. Aber ich kann mich jetzt auch nicht reinmogeln. Das Problem ist, der Typ steht die ganze Zeit da. This is private property. Get the hell out of here. Geh nochmal in das Büro vom Deep-Pain-Droge. 15 Nippel. Komischer Chemiker darf hier durch. Was hat er für Extrarechte, bitte? Unter. Dann direkt ins Büro. Der muss doch den irgendeinen Code zumindest dabei haben. Er muss doch zumindest irgendeinen Code dabei haben. Ich wüsste jetzt nicht mal mehr, wo unsere anderen Klamotten liegen, weil die könnten wir, glaube ich, eher gebrauchen als die Chemiker-Klamotten. Nee, das wären die falschen Klamotten. Wo sind unsere anderen Klamotten? Hola. Hola. Alles hier? Ja, hier, Tatsache. Glück gehabt. VIP-Guard. Ich glaube, mit den Klamotten kommen wir hier besser zurecht. So, und jetzt nochmal zurück ins Büro vom Chef. Vom Head of Deep Pain. Ah, ey. War denn das? Da ist es. Hallo, hola, amigo. Hi. Wir wirklich hier nicht irgendwas übersehen, eventuell. Der Typ hatte den Code definitiv. Hey! Alles klar. Mein lieber Scholli, ey. Boah. Hector's Documents containing Instruction of Manufacturing Deep Pain. The papers have numbers 692. Okay, 692. Boah, Mann, was für eine schwere Geburt. Was für eine schwere Geburt. 692. Oh. Ins Labor. Ich hoffe, das ist jetzt der Code fürs Labor. Ansonsten müssen wir erst den mit dem Alarm-Pin-Pad müssen wir ein bisschen rumspielen. 692. Oh, Gott sei Dank. Das war's. Macht's gut, ihr Trottel. Was für eine schwere Geburt. Na gut, aber wir haben es geschafft letztendlich. Ohne nachzugucken. Deswegen lasse ich diese Folge auch uncut, als Beweis, dass wir das ja uncut, dass wir das ohne nachzugucken geschafft haben. Das ist ja schon mal super. Und jetzt zurück mit dem Fahrstuhl am besten, geht am schnellsten. Oh, Erleichterung. Jetzt nur noch raus. Nur noch raus hier. Keinen Nippel angucken. Was waren das für Klamotten?
Normale Security-Klamotten. Dass ich nicht lache, ich bin ein VIP-Guard. Willst du mich beleidigen? So, exit. Auf jeden Fall weg von der VIP und hey! Tschüss, Leute, macht's gut. Ach, wir sind gar nicht mit dem Van hier. Doch, sind wir. Wir sind immer mit dem Van da. Ich fahre doch nicht irgendwo hin ohne meinen. Also, ich gehe doch nicht irgendwo hin ohne meinen Van. Wir haben es geschafft, ne? Sexshop. Na gut. Yeah! Wunderbar, Mission abgeschlossen. Wir steigen natürlich direkt in die nächste Mission ein. Ich bin erstmal ruhig, denn da kommt nämlich immer eine Videosequenz. Bis gleich, ne? Bis gleich. It's over, Mark. We'll destroy it. Zumindest ist er auf Bier umgestiegen. Hey, Mark Slater, my favorite ex-cop in town. How are you, man? I'll let you know when I figure it out. Listen, I've got something big for you. I know what you've been doing, and I've got some bad news for you, man. The drug lord brothers you killed, they were only a small part of a much bigger organization. What? What are you talking about, Billy? Where did you hear that? I got ears around every corner, man. It's my job to know things like that. Have I ever given you false information? You got proof? The Godfather, Vittorio Cicinello, and his underboss, Jack Trench, are the real shitheads you were after. They are the ones running the whole D-Pain shit. The Porras brothers only worked for the family. I stole the D-Pain device and Jacob destroyed it. It's over, Billy. They can't produce the drug anymore. Well, that's the thing. The Cicinellos have three scientists still working for them. Those scientists created the original D-Pain device, and they are creating a new one as we speak. Guess what's the good part? I know where those dickheads are doing this science shit. Anything else? Well, I've heard a rumor. A former investigator, David Biedman. He knows things. He knows what you have done. He might cause you some problems in the future. Thanks, Billy. You call me if you hear anything else. Good to have you back, Mark. You were right. The Cicinellos are creating a new D-Pain device somewhere in that building.
The building's monitored with surveillance cameras, but don't let the cameras see anything suspicious. Now, we managed to hack the system, and those cameras are now broadcast to you. You have three targets, all greedy scientists that work for the Cicianellos. They're Raymond Dixon, Luca Liberto, and Winfred Richmond. They're the only ones with the knowledge to recreate a D-Pain device. We need all three of them dead. We also have a chance to locate the Godfather, Vittorio Cicianello. His personal driver is relaxing today at the spa, so locate him, plant a transmitter in his suitcase. Mark, make sure that driver leaves the spa alive. We don't want him in a body bag, okay? Alles klar, ich habe verstanden. Also, wir haben erfahren, dass gerade sehr zwielichtige Wissenschaftler ein neues D-Pain-Device schaffen. Das machen sie hier ganz komischerweise in einem Spa. Diese drei Wissenschaftler müssen wir eliminieren. Und ganz zufällig ist am heutigen Tag der Fahrer des Godfathers, also das, quasi des Paten, also der tatsächliche Kopf von D-Pain, hier auch gerade am Start. Und den müssen wir einen Transmitter unterjubeln. Das ist unsere Aufgabe, aber nicht für heute. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Wenn nichts schief geht, direkt morgen, Leute. Direkt morgen. Mir hat es wie immer eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn dem so ist, zeigt mir das in Form von einem spitzen Daumen nach oben. Ansonsten lasst mir ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Glocke nicht vergessen. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo. Bis dann. Ciao.